Wie du deinen Autoführerschein gemacht hast, hast du da lernen müssen, was bei der roten Ampel stehen bleibt, rechts vor links, nicht nur, wie du das Auto bedienst, sondern die Verkehrsregeln. Was machst du beim Stoppschild? Du bleibst einfach stehen, weil du weißt, okay, diese Regeln haben ihren Sinn. Es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, dass es in der spirituellen Ebene, also auf der Ebene, wo Energie fließt, dass es hier auch die Regeln gibt. Viele machen irgendwas und wissen gar nicht, was sie überhaupt machen. Wenn zum Beispiel das Ego mitschwingt bei einer Heilarbeit, wo du hier nicht drin sitzt, das Ego hat eine verzerrte Wahrnehmung. Das Ego weiß nicht, was gehört zu der Akasha-Chronik? Was gehört zum Schicksal? Wie ist die Verwurzelung des Menschen? Und so weiter und so fort. Wenn der Raum dreckig ist, auf hohe Bewusstseinheit, ja. Also es gibt Menschen, die machen ein bisschen den Raum sauber, indem sie Räucherstäbchen anmachen und denken, das ist sauber. Es gibt so viele Regeln. Und dann ist es so, ich habe schon gesehen, bei Familienaufstellungen, da stellt sich jemand für andere Frau ein, nimmt die Energie auf, nimmt die Seeleanteile auf, sagt, was los ist. Dann geht die Seeleanteil weg, aber die Energie bleibt drin. Es gibt es nicht, dass man sich dann rausdreht. Das gibt es nicht. Denn in dem Moment, wenn der Körper eine Energie gefühlt hat, der Körper kann nicht unterscheiden, ist es jetzt von der Frau, von der Aufstellung oder ist es jetzt meins? Und wenn dann eine Energie aufgenommen worden ist und es gibt kein Rausdrehen, das könnt ihr vergessen. Und es gehört nicht zum Schicksal dieser Person. Und da kann man jetzt sagen, ja, das ist immer die gleiche Frequenz. Nein. Jede Situation ist anders da. Jede Entschuldigung, Vergewaltigung ist anders da. Und oftmals sind solche Sachen mit in der Familienaufstellung drin. Und die Menschen programmieren das in ihr System. Und es ist immer, immer, immer in der Ich-Präsenz. Immer. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Ich habe gerade wieder ein Telefonat gehabt, wo ich dieser Frau gesagt habe, in dem Moment, wenn du so weiterarbeitest, verzerren sich deine Zellen. Du kriegst nicht die Energie von der Akasha-Chronik, sondern du kriegst eine verzerrte Energie, das geht in dein System, deine Zellen verzerren sich. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was dafür, was rauskommt in 2, 3 Jahren. Der Kunde kriegt eine verzerrte Energie und sagt dazu, man warte ich halt ab, irgendwann wird es richtig machen. Ich fahre demnächst über die Rotampel, irgendwann wird es richtig laufen. Kinas, Entschuldigung, aber ich muss jetzt so sagen, es gibt so, so viele Sachen, wo beachtet werden muss. Und wenn man die Verkehrsregeln nicht kennt, dann setzt euch bitte nicht in ein Auto. Und bei der Heilarbeit, wenn ihr die Verkehrsregeln nicht kennt, alleine wenn ihr nicht tief genug verwurzelt seid, dann kann die Energie gar nicht abfließen. Dann gibt es eine Rückkopplung. Habt ihr eine Verzerrung vom Kronenchakra bis zum höheren Selbst. Der Mensch wird krank. Wenn er falsche Sache macht, wird er krank. Und es gibt so viele Sachen da draußen, wo die Leute nicht sehen mit dem dritten Auge, nicht erkennen, was da dahinter steckt, welche Konsequenzen der Mensch zu leben hat. Ich mache das jetzt 23, 24 Jahre, ich weiß gar nicht mehr lang. Ich habe so viel Elend gesehen bei den sogenannten Heiler, weil sie keine Ahnung haben. Die machen eine Ausbildung für 10.000 Euro und denken, sie wissen es dann. Aber zu 99% fehlen die Regeln. Das sind Naturregeln, die man einfach beachten muss. Und ansonsten lasst bitte die Finger weg. Ich weiß, es sind knallharte Sachen, was ich sage. Aber ich habe gerade wieder einen Fall gehabt, wo ich denke, wenn die Frau jetzt nicht aufhört, die wird richtig, richtig krank. Und ich sehe viele, die richtig krank werden, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und das Schlimme ist auch, wenn man nochmal zu dem Thema zurück mit der Familienaufstellung, wenn eine Frau aufstellt, sich für eine andere Frau und die ist vergewaltigt worden. Und wie gesagt, jede Vergewaltigung hat eine andere Energie. Dann bleibt die Energie in dieser Person. Und was passiert? Die Tochter kriegt diese Energie ab und dann passiert es. So ist es einfach. Hardcore, aber so ist es einfach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich hier in der Praxis erlebe, weil die Leute denken, wow, das ist jetzt cool, ich mache Aufstellung oder wow, ich mache jetzt hell, ich mache jetzt jenes. Jemand, der nicht sieht, sollte die Finger weglassen.
Es gibt zu viel, was ihr falsch machen könnt. Ich vergleiche es immer mit früher. Früher haben die Ärzte nicht gewusst, dass alles desinfiziert werden muss. Die haben das einfach nicht gewusst. Die haben die Leiche aufgeschnitten, haben geguckt, was da los ist, gehen mit der gleichen dreckigen Hand an eine gebärende Frau und wundern sich, dass das Kind stirbt und die Mutter stirbt. Heute ist es normal für die Ärzte, dass sie wissen, dass sie sterilisieren nicht. Wie heißt das Wort? Ich weiß es nicht mehr. Aber ihr merkt, wie ich rauskomme bin gerade aus der Energie. Ihr merkt gerade, wie ich aufgeladen bin, weil ich sehe, dass es so schlimm ist, was die Leute falsch machen. So wie ich jetzt gerade aus diesem Wort bin, ich jetzt richtig im Wort oder so? Ja, und ihr habt jetzt gemerkt, oh, ich bin voll aus dem Fluss rauskomme. Voll, voll, oder? Weil mir nicht gleich dieses Wort einfalle ist. Dass man sauber sein soll. Und bei der Energiearbeit ist es tausendmal wichtiger, sauber zu sein. Schon tragt es euren Körper und kann es nicht tragen, schon tragen es eure Klienten und können es nicht tragen. Und rausdrehen nach einer Familienaufstellung gibt's nicht, gibt's einfach nicht. Und so gibt es so viele Sachen. Kinesiologie zum Beispiel. Wenn du Fernseh guckst, und da ist jetzt ein Blickwinkel. Dein System kennt ja nicht den Unterschied. Oh, ich gucke jetzt Fernsehen, sondern dein System nimmt diesen Blickwinkel auf, was gerade im Fernsehen gezeigt wird. Kinesiologie sagt dein Körper, ich habe das erlebt. Habe ich auch schon oft erlebt. Der Körper kann nicht unterscheiden, ist es jetzt auf der Familienausstellung, ist es jetzt vom Fernsehen. Ihr erkennt alle, wenn ihr was Trauriges guckt, euren Körper heult. Warum? Weil er darauf reagiert, weil er auf die Frequenz reagiert. Warum heult euren Körper? Weil er nicht unterscheiden kann, ist es jetzt im Fernsehen oder ist es ich? Und deswegen reagiert der Körper. Und das ist nur Fernsehen. Und jetzt stellt euch mal vor, er macht Energiearbeit und kennt die Verkehrsregeln nicht. Der Raum ist nicht sauber. Wisst ihr, wie schnell das negative Energie sich einhutscht und dann reingeht? Was glaubt ihr, wie viel? Sache, dass ich schon erlebt habe mit Reiki. Die machen Einweihungen, die machen eine Öffnung, was total unnatürlich ist, gut ist die Negativität drin. Die Blume des Lebens, jeder vergöttert es, aber keiner hat, oder kaum jemand, Entschuldigung, hat mitgekriegt, dass um die Blume des Lebens noch einmal ein negativer Ring umgesetzt worden ist und schon ist sie belastet. Kinas, passt auf, was ihr tut. Ihr seid auf dem Stand von damals, die Ärzte, wo nicht gewusst haben, dass alles sauber sein muss. Ich weiß, es sind harte Wörter, aber ich habe jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, wo ich gedacht habe, ich muss es jetzt sagen, es geht nicht anders. Es ist meine Verantwortung, zu sagen, was ich sehe. Dann könnt ihr entscheiden. Regt ihr euch auf über das, was ich sage, oder macht ihr euch Gedanken und seid ehrlich zu euch und überlegt, was ihr tut. Es ist eure Last, euren Körper tragt das, was ihr tut und die Klienten auch. Geht in die Verantwortung für euch und für die anderen. Es wäre super wichtig. Nicht, es wäre, es ist super wichtig. In 50 Jahren sind wir alle viel, viel, viel weiter. Und dann wissen viele, dass es Verkehrsregeln gibt, dass es Regeln gibt, Naturregeln gibt. Und dann haben wir ein anderes Ding. Aber im Moment ist noch vieles draußen, wo die Leute sich ausbilden lassen für einen Haufen Geld und vergessen die Verkehrsregeln. Und vergessen, das Wichtigste von allem, was nützt euch das, wenn ihr ein tolles Auto fahrt und nicht an der roten Ampel stehen bleibt? Und dann fahrt dann noch ein Kind tot. So ist es, so ist es. Ich habe viele Todesfälle, wo aus dieser Energiearbeit kommen sind. Jetzt könnt ihr euch überlegen, regt ihr euch auf oder guckt euch an im Spiegel, seid ehrlich zu euch und sagt, okay, ich gucke jetzt, was ich lernen kann, dass ich es richtig mache. Richtig fahre.